Was denkst du, was braucht es, um eine richtig glückliche Beziehung zu führen? Ich denke, man muss sich möglichst ähnlich sein. Obwohl eigentlich heißt es doch, Gegensätze ziehen sich an. Man sollte wahrscheinlich mit dem anderen zu einer Einheit verschmelzen. Obwohl, vielleicht wäre es doch besser, zwei unabhängige und eigenständige Personen zu bleiben und auch mal ganz klar und deutlich Grenzen zu setzen? Ganz genau. Die Antwort auf diese Frage ist nämlich gar nicht so einfach, weil jeder Mensch vollkommen individuell und jede Beziehung so einzigartig ist. Was wir aber alle gemeinsam haben, ist, dass wir es brauchen und genießen, geliebt zu werden. Und je weniger Liebe wir in uns drinnen, im Inneren spüren, umso verzweifelter suchen wir die im Außen. Und so wie ein Mensch, der sehr hungrig ist, bereit ist, beinahe alles zu essen, um endlich satt zu werden, so ist ein Mensch, der keine Liebe empfindet, bereit, beinahe alles zu tun, um diese endlich zu spüren. Und genau das ist die Basis für toxische Beziehungen, für emotionale Abhängigkeit. Beziehungsformen, wie wir wissen, wo maximal einer glücklich werden kann. Ja, das klingt ganz schön und logisch, aber wie kann ich es schaffen, Liebe für mich im Inneren zu empfinden? Na, indem du lernst, dich selbst zu lieben. Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein. All das macht die Basis für eine richtig gute Partnerschaft erst aus. Aber geht es in einer Beziehung nicht eigentlich darum, den anderen zu lieben und nicht mich selbst? Ich möchte doch keinesfalls arrogant oder selbstverliebt wirken. Diese Befürchtung haben viele Menschen. Gesunde Selbstliebe hat damit aber eigentlich gar nichts zu tun. Selbstliebe bedeutet, sich selbst zu kennen, sich selbst zu akzeptieren, seine eigenen Bedürfnisse wahr und ernst zu nehmen. Die Basis von all dem ist also das Selbstbewusstsein, sich selbst bewusst zu sein. Wer bin ich eigentlich und was brauche ich? Die Antwort darauf zu akzeptieren und nicht mit sich zu hadern, macht Selbstakzeptanz aus. Und hinter seinen Werten zu stehen, auch mal ganz klar und deutlich Nein und Stopp zu sagen, das ist letztendlich die Selbstliebe. Das klingt richtig schön, aber wie praktiziere ich ausreichend gesunde Selbstliebe in meiner Beziehung? Und genau dafür möchte ich dir gerne ein paar Tipps geben. Der allerwichtigste Tipp ist, bleib du selbst. Gerade am Anfang der Beziehung neigen wir dazu, mit dem anderen zu verschmelzen. Hinter der rosaroten Brille sieht alles, was der oder die andere macht, einfach großartig aus. Und dieses Gefühl ist ja auch herrlich. Genieße es und es ist vollkommen in Ordnung, eine Zeit lang auf Wolke 7 zu schweben. Wichtig ist allerdings, dass du nach einiger Zeit wieder zu dir zurückfindest, dass du dich selbst in dieser Beziehung nicht verlierst und dich immer wieder fragst, wer bin ich eigentlich und habe ich ausreichend Platz in dieser Partnerschaft? Zweiter Tipp, verbringe auch unbedingt ausreichend Zeit alleine. Nur weil ihr in einer Beziehung seid und auch wenn die noch so glücklich ist und ihr noch so verliebt seid, bedeutet das nicht, dass ihr jeden Schritt des Alltags gemeinsam machen wollt. Wenn der eine beispielsweise abends früher ins Bett möchte, der andere aber lieber noch vor dem Fernseher bleibt, vollkommen okay, ihr seid zwei unabhängige Personen. Verhaltet euch auch so. Dritter Punkt, sei kompromissbereit, aber verliere dich nicht darin. In den meisten Beziehungen ist es so, dass es einen Part gibt, der etwas dominanter ist als der andere. Für den nicht so dominanten Part kann dies durchaus angenehm sein, weil Menschen, die sehr dominant sind, auch dazu neigen, Entscheidungen zu treffen und dementsprechend auch die Verantwortung dafür tragen. Wichtig ist allerdings, dass du immer wieder auch hinterfragst, finde ich mich selbst in dieser Beziehung wieder und habe ich auch ausreichend Platz, um meine eigene Meinung und meine eigenen Werte zu vertreten. Vierter Punkt, kommuniziere deine Gefühle. Ganz klar, wir alle finden Streit nicht besonders toll, aber aus übertriebener Harmoniebedürftigkeit alle Gefühle runterzuschlucken und einfach alles zu akzeptieren, was so geschieht, kann auf gar keinen Fall die Lösung sein. Frust hinunterzuschlucken wirkt nur kurzfristig beruhigend, denn langfristig arbeiten die Gefühle in dir weiter und brechen irgendwann unkontrolliert hervor. Versuche also, dem anderen immer mitzuteilen, wie es dir jetzt im Moment wirklich geht. Und der fünfte Punkt, nimm Hilfe in Anspruch. Eine professionelle Unterstützung kann dir dabei helfen, dich selbst kennenzulernen, deinen Selbstwert zu stärken und damit die Basis für eine richtig glückliche Partnerschaft zu gestalten. Mein Name ist Kerstin, ich bin Psychologin bei InstaHelp und wir helfen dir gerne dabei, deinen Selbstwert und deine Beziehung aufs nächste Level zu bringen.